Ein neues From Zero to Hero erwartet uns. Und worum geht's? Um Ubi oder Ubiquity. Ich glaube, Ubiquity ist dieses Mal der richtige Name. Und was erwartet uns? Das erwartet uns. Ich habe eine Dream Machine Pro hier stehen, ein 24-Port Non-Power-over-Ethernet-Switch und ein 8-Port 10G-Switch mit SFP-Plus-Ports. Ja, ich muss dazu sagen, das Ganze ist einfach mal gesponsert oder geliehen im Endeffekt von der netten Firma NetMountains, die hier um die Ecke ansässig ist und sich gedacht hat, gib dem Dennis doch mal die Dinger als Leihgeräte, damit er darüber ein schönes Video macht. Vielen Dank soweit erstmal an euch. Genau, was werde ich jetzt damit tun? Wir werden jetzt Step for Step einmal durchgehen, wie die Installation läuft. Was man tun muss, ich habe mein Handy schon hier liegen, denn das Ganze wird nämlich darüber initialisiert. Und damit fangen wir auch an, beziehungsweise ich fange damit an, dass ich wieder umschalte. Und als allererstes mal ganz kurz den WAN-Port stecke, damit wir das Ganze halt eben auch netzwerkseitig irgendwie erreichen. WAN-Port ist drin, ihr seht, auf der linken Seite gerade eben hat er auch schnell umgeschaltet, hat er direkt die IP-Adresse auf dem kleinen Mini-Display angezeigt. Mega, mega, mega gut. So, wir fangen an mit meinem Handy. Ja, die Unify-App ist schnell installiert und dann sehen wir auch schon diesen ganz normalen Startbildschirm, Einrichtung beginnen. Ich denke mal, da muss ich da oben auf das schöne Plus drücken und dann wird schon die Dream Machine via Bluetooth, habe ich gelernt, via Bluetooth irgendwie erkannt. Jetzt gucken wir nochmal, Geräteerkennung, nein, kommt nichts. Jetzt hat das Gerät gefunden, ich musste jetzt gerade dreimal aktualisieren, aber dann hat das gefunden. Wir sehen jetzt Distanz nah, per Bluetooth ist die Verbindung und seit einer Stunde ist das Ganze up and running. Schön, drücken wir auf Einrichten, mal gucken, was passiert. Jetzt verbindet er, initiale Daten verbunden, also das ging ja irgendwie schnell. UDM Pro Einrichtung, meine IP-Adresse steht da schon mal, Name UDM Pro können wir auch so stehen lassen. Wählen Sie Ihr Netzwerktyp, ja, ich bin hier privat, ganz ehrlich. Geschäftsart, Erziehungswesen, Geschäftsgröße interessiert die nicht. Ich bin privat, ich drücke auf Weiter. Jetzt macht er einen schönen Internet-Speed-Test. Da bin ich ja mal gespannt, denn ich weiß ja, ich habe nicht ganz ein Gigabit. Ich habe so 900 Mbit. Ah, da passt ja. 900 und ein paar schwankt er hin. Und beim Upload habe ich in etwa 50 Mbit. Das sollten wir dann mit Sicherheit in diesem Test hier auch jetzt gleich erreichen. Gucken wir mal. Ja, 50 Mbit. Sieht ganz gut aus, sollte soweit funktionieren. Wie gesagt, alles momentan nur über den einzelnen 1G-Port. Für die, die es natürlich interessiert, wir werden nachher das Ding mit, also vielleicht auch nicht in diesem Video, in den nächsten Videos das Ding mit Kabeln vollstecken, damit wir auch einfach mal sehen, wie das Ding so reagiert. Geben Sie Ihre Geschwindigkeit Ihres Internettarifs an. Mache ich doch einfach mal glatt. Ich schreibe hier hin 1000 und ich schreibe hier hin Upload 50. Wunderbar, mehr will ich doch gar nicht haben. So, wie kriegt man dieses Fenster wieder zu? Gar nicht. Runterscrollen, hochscrollen. Ah, jetzt. Und weiter. Ja, das ist mein Konto. Das nehmen wir doch auch. Das hatte ich nämlich eben schon gemacht. Ihr müsstet euch jetzt wahrscheinlich schon nochmal registrieren. So, Unify Network konfiguriert automatisch Einstellungen, die WLAN-Netzwerk-Performance verbessern. Hm, okay. Analytik und Verbesserung. Nein, möchte ich nicht. Du sollst jetzt nicht nach Hause telefonieren. Jetzt sagt die App mir schon, ich soll auf unify.ui.com gehen, um dann halt eben das ganze Ding irgendwie ja, so weiter zu konfigurieren. Und das werden wir jetzt auch einfach tun und dann werden wir da weitermachen. Da bin ich schon auf der unify.ui.com Seite, bin natürlich mit meinem Account eingeloggt, man sieht rechts oben und wir sehen jetzt auch schon, die UDM Pro ist up to date, also es gibt noch nicht mal ein Update, Version 1.10.0 ist anscheinend momentan das Richtige. Ich bin jetzt eingeloggt, wie gesagt, ich mache das jetzt das zweite Mal, also verzeiht mir auch, wenn ich da nicht perfekt bin. Ich weiß nur, genauso sieht es auch aus, wenn ihr eine First-Installation macht und wir fangen natürlich an mit dem ganzen Thema Network. Auch da habe ich jetzt gelernt, es gibt mittlerweile zwei Oberflächen von dem ganzen Unify oder von dem UDM Pro, von dem Controller, wie auch immer. Und das hier ist die neue Hauptoberfläche. Deswegen steht hier auch noch oben, not seeing everything you need. Also du siehst nicht alles, was du brauchst. Geh hier zurück zum Classic Dashboard. Gucken wir uns gleich aber auch noch irgendwie an. Einzige, was jetzt schon mal ein bisschen doof ist, was wir schon festgestellt haben, ich bin jetzt gerade übers Internet verbunden. Das heißt, ich gehe gar nicht über meinen PC auf die Unify Dream Machine, sondern ich gehe jetzt gerade über dieses ganze Cloud-Scheiß. Aus meiner ITler-Sicht, eigentlich muss ich sagen, ist das nicht das Schöne. Wenn ihr direkt auf die Maschine drauf wollt, Notebook nehmen, PC nehmen, per LAN-Port, auf einen der Ports von der Dream Machine einfach anbinden, ihr bekommt eine IP-Adresse zugewiesen und dann könnt ihr auch ganz normal auf euer Gateway zugreifen, was in dem Falle dann das oder die Dream Machine ist. Ich in meinem Falle schalte mich jetzt mal eben kurz frei auf dem WAN-Port, um halt eben von WAN-Seite, weil ich komme halt eben von meinem PC, hängt hinter der Dream Machine, beziehungsweise vor der Dream Machine, um mich dann halt eben damit zu verbinden.
Da weiß ich, in der alten Oberfläche musste ich irgendwo in die Firewall-Settings, das machen wir jetzt auch mal, New Interface, mache ich jetzt mal raus und sage Deactivate und gehe in die alte Oberfläche. Jetzt lädt er das Ganze erstmal und dann seht ihr auch, das ist die alte Oberfläche, die ihr vielleicht kennt. Gehe jetzt nochmal in die Einstellungen und schalte mich jetzt mal direkt frei, damit ich auch direkt auf den Controller drauf komme. Das finde ich unter Firewall, Firewall und dann unter WAN Local. Ich erstelle eine neue Regel und sage jetzt einfach mal, HTTPS ist safe oder irgendwie sowas. Dann sage ich, TCP ist accepted. Jetzt muss ich mal gucken. States, New ist mir egal. Kein IPsec. Source ist mir auch egal erstmal. Destination ist mir nicht egal. Da würde ich nämlich ganz gerne sagen, Port ist 443. Das nennen wir jetzt mal HTTPS. Ein Klick auf Save. Und dann klicke ich wieder auf Save. Damit habe ich jetzt gesagt, alles klar, ich möchte jetzt gerne alle HTTPS-Verbindungen hier auf meinen WAN-Port eben freigeben. Jetzt hatten wir eben schon gelernt, die Kiste hat irgendwie eine IP-Adresse bekommen. Ich meine, das war die 050, wo ich es eben gesehen habe. Gucken wir mal unter Devices. Nein, hier steht noch die 1-Adresse, also er hat noch nichts Neues gemacht. Das heißt, das müssen wir auch einmal konfigurieren. Wieder in die Einstellungen rein. Netzwerke und dann haben wir hier WAN-seitig DHCP ist hier aktiv, das heißt, er bekommt irgendwie selber was zugewiesen. Gucken wir mal rein. Using DHCP wollen wir nicht, sondern wir wollen eine statische IP-Adresse 192.168.0.50. Ist halt das Netzwerk bei mir, was einfach an meinem WAN-Port dranhängt. Ist halt so. Ne? Deswegen muss ich mir jetzt eine IP-Adresse aus dem Bereich geben und mein Router ist hier die 01. IPv6 brauchen wir nicht, DNS-Server können wir machen. Mein lokaler DNS-Server hat die 0.104. Damit ein Klick auf Save. Und dann sollte ich an diese Kiste im Endeffekt dann auch endlich drankommen. Wir gehen wieder zurück zum Dashboard. Dann auf die Devices. Gut, IP-Adresse hat er immer noch nicht geändert. Achso, ist die LAN-IP-Adresse wahrscheinlich. Gucken wir mal, ob wir rankommen. HTTPS Doppelpunkte 192.168.0.50. Wunderbar, Datenschutzfehler bekommen wir angezeigt, aber das ist klar ein ungültiges Zertifikat und schon sind wir auf unsere Dream Machine drauf und können halt eben die lokal administrieren und müssen halt eben nicht über die, ja, nennen wir es mal so unschöne Web-Oberfläche von Unify gehen, beziehungsweise über diesen ganzen Cloud-Speicher, das möchte ich halt eben sehr stark vermeiden. Kann man nämlich aber auch abschalten. So, wieder ein Klick auf Netzwerk. Und jetzt verschaffen wir uns erstmal einen Überblick, wo wir im Endeffekt stehen. Also das ist die Grundkonfiguration. Wir wissen jetzt, wir haben Internet. Deswegen gab es ja hier auch den Speedtest. Kann er ja nochmal machen, meinetwegen. Das ganze Ding ist vorkonfiguriert, so dass, wir schalten einmal um, die 8 Ports, die ihr jetzt seht, sind halt eben einfach in ein Netzwerk reingepumpt, in ein LAN 1 Netzwerk. Das ist auch vorkonfiguriert in 192.168. 00/24, also das ganz normale 1.0 Netzwerk. Gucken wir einmal rein, damit ich euch das auch richtig sage. Route, nee, unter Netzwerke, hier haben wir es, LAN 1.0, da steht's. Und dieses Netzwerk ist vorkonfiguriert auf diesen 8 Ports. Mehr müssen wir auch erstmal jetzt dafür nicht tun. Das Netzwerk würde jetzt Plug and Play mittels DHCP-Server, habe ich auch irgendwo gesehen, ist hier aktiv auf dem Ding. DHCP-Server von IP-Adresse 1.6. Wieso ist das eigentlich so klein? 1.6 bis 254 ist da also alles erstmal aktiv und up and running. Mehr müssen wir nicht machen, um das ganze Gerät halt eben wirklich zum Laufen zu kriegen. Zurück zum Dashboard. Da klickt man nämlich auch einmal auf den Switch drauf, denn er erkennt halt eben genau diese 8 Ports auch als Switch, beziehungsweise die, ja, es sind 11 Ports, die die Dream Machine mitbringt. Mit einem Klick kriegen wir hier so ein kleines Fensterchen und können uns eben auch die entsprechenden Ports, da haben wir es, die entsprechenden Ports ansehen, in welchem Zustand die sind. Also hier rechts oben seht ihr jetzt, ob die grün sind, ab sind, 10G-Port, 1G-Port und so weiter, was halt eben auch immer dahinter hängt. Ich würde sagen, wir klicken uns einmal jetzt so, wie es ist, in der Blanko-Oberfläche einmal kurz so durch. Denn ganz ehrlich, ich finde diese Oberfläche einfach genial und man kann super, super viel sehen, was man halt eben entdecken kann. Entdecken kann man natürlich erst viel mehr, wenn nachher auch Enddevices dran sind. Gucken wir uns aber an. So, als allererstes Map. Ja, das kann ich euch jetzt schon versprechen, wenn wir jetzt die anderen Geräte alle angeschlossen haben. Nach und nach wird hier eine große Map entstehen. Welches Gerät ist denn wo angeschlossen? An welchem Access Point? Und. Das ist echt ansehnlich, nachher zu sehen, okay, von wo nach wo geht denn welche Verbindung? Das sehen wir nachher alles perfekt hier. Noch haben wir nur die UDM Pro.
Unter Devices sehen wir natürlich alle unsere Devices, die wir irgendwie mit YubiKey, ach, ist doch egal, angeschlossen haben. Ich habe es jetzt hier in der Kachel-Version. Man kann das auch in tabellarisch sich anzeigen lassen. Und man bekommt immer so direkt ein paar Informationen direkt vermittelt. Ja, wie viel Gigabyte ging denn rein und raus und so weiter. Und unzählige Statistiken, was echt Schönes. Auch da hatte ich ein ganz kurzes Gespräch gehabt von den Kollegen von der Firma NetMountains. Ich sag mal so rum, der Ganze macht ja ein Packet oder wie heißt das? DPI, Deep Packet Inspection. Das passiert ja unter Statistiken, so ein bisschen im Hintergrund und Insights und so weiter. Das passiert alles so im Hintergrund, das kann man aber auch deaktivieren. Ist halt datenschutztechnisch in einem Unternehmen so, ja, ein bisschen vage, weil man damit auch sehr gut kontrollieren kann, ja. Wie viel WhatsApp wird denn geschrieben? Wie viele surfen denn die Leute im Internet und vielleicht auch wohin und so weiter und so fort? Kann man darüber ganz gut sehen. Ist halt eben immer so ein Thema. Macht euch einmal kurz vorher die Gedanken bei euch zu Hause. Eh, scheißegal. Ja? Genau. Jetzt hier unter Clients, da sehen wir jetzt noch nichts. Da würden jetzt die lange Liste kommen mit euren Handys, mit euren Amazon-Geräten, Fernseher, PlayStation 5, PlayStation 6, PlayStation 7. Ne, ihr kennt sie alle. Das würden wir jetzt hier alles sehen, aber auch schon detailliert aufgelistet. Wo verbunden, welche IP-Adresse. Das Ding erkennt sogar teilweise, welches Gerät. Gut, unter Statistiken sehen wir jetzt nicht viel. Traffic ist hier unser Up- und Download. Wi-Fi-Man kommen wir noch zu. Ich habe ja hier einen ganz normalen Access Point stehen, auch den werden wir noch verbinden und dann hier einbinden. Genau, Threat Management, ganz ehrlich, habe ich selber noch nicht geschaut, was es im Endeffekt ist, werde ich aber vielleicht dann noch berichten. Unter Events ist klar, da taucht alles auf, la 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 la, Ports up, down und Gerät eingeschaltet, ausgeschaltet, neue DHCP-IP-Adresse, tralalala. Auch die Liste werden wir jetzt einfach zukünftig immer weiter füllen. Unter Alerts, ne, klar, alles nochmal, was irgendwie offline gegangen ist oder vielleicht sogar kaputt gegangen ist, wenn wir über irgendwelche SFP Plus Ports reden, wo wir eben irgendwelche Module haben. Ich denke mal, die Konfigurationsübersicht, das machen wir mal in einem eigenen Video, denn das Ganze kann nämlich ganz kompliziert werden, wenn man möchte, denn es wird nämlich relativ schnell, dass man gerne anfängt, Netzwerke zu segmentieren, dann beginnt man damit, WLANs einzurichten. Das Schöne, wie ich gelernt habe, ist, über die ganze Kiste hier kann man eben, ja, wie soll ich sagen, WLAN so einrichten, dass das Ganze sich verautomatisiert in diesem ganzen Konstrukt und das ist halt eben echt geil. Genau. Um jetzt sozusagen dieses Video, die Ersteinrichtung einmal abzuschließen, würde ich jetzt gerne hingehen noch und zusätzlich den 8-Port-10G-Switch und den 24-Port-1G-Switch untereinander verbinden und das Ganze würde ich euch auch gerne zeigen. Fangen wir mit dem 10G, ja, mit dem 10G 8-Port-Switch einfach an. Ihr seht schon, ich habe die ersten rechten Port 7 und 8 schon mal freigelegt von der, nennen wir es mal Schmutzkappe, die man halt eben von dem SFP Plus Port entfernt. Auf der linken Seite seht ihr, das Gerät ist gerade am Booten. Das heißt, es braucht meistens so 2 Minütchen in etwa, bis es das erste Mal hochgefahren ist. Und bevor wir jetzt dann gleich meine DAC-Kabel, meine Direct Attached Cables für 10G SFP Plus verbinden, zeige ich euch aber jetzt. Schnell zur Geräteübersicht. Jetzt sehen wir rechts oben, ich habe es gerade verbunden. Also Ready to Add USW Aggregation Switch. Auch der taucht sofort auf. Pending Adduction. Also im Endeffekt, er wartet darauf, dass ich ihm bestätige, dass er das Gerät aufnehmen darf in unser Konvolut oder unser Konstrukt. Und dazu sage ich jetzt einfach mal Add. Ja, bitte füg mir das Ganze einfach mal hinzu. Und dann sollte er jetzt auch wirklich von sich aus selber das ganze Gerät in unser Konstrukt reinnehmen, die entsprechende IP-Adresse vergeben und wir sind, und dabei ist halt eben das Tolle von dem ganzen Zeug, up and running. Wir können die Ports nutzen, ohne irgendwie jetzt weiter rumzufummeln. Wir können die Ports sofort nutzen. Wir müssen nichts konfigurieren. Das Ding ist dann mit einfach fertig. Wir gucken mal in der Übersicht. Er ist noch dabei. Provisioning dauert also noch eine Sekunde, bis wir jetzt gleich dann wirklich komplett connected sind und dann jetzt gleich auch den ganz normalen 24-Port 1G-Switch anbinden können. 30 Sekunden später, ihr seht, der 10G-Switch ist jetzt, oder 8-Port 10G-Switch ist jetzt ganz normal up and running, steht jetzt auf connected.
Wir können jetzt auch reinschauen. Wir sehen ganz normal, ich habe hier Port 8 jetzt als Uplink-Port zur Dream Machine genutzt. Und alles andere ist halt ganz normal zur freien Verfügung. Und wir könnten das Ganze jetzt bestücken. Und wir könnten das Ganze auch ganz normal nutzen. Denn es ist jetzt up and running. Es ist vorkonfiguriert. Wir müssten hier, wenn man nicht möchte, nicht noch irgendwelche weiteren Einstellungen vornehmen. Es wäre jetzt erstmal ganz normal in unserem normal initialisierten Netzwerk verfügbar. Und wir könnten da jetzt ganz normal dran arbeiten oder mitarbeiten. Jetzt werde ich hingehen und den 24-Port-Switch unten mit aktivieren. Kleiner, wichtiger Hinweis. Schaut mal jetzt gerade eben auf die Dream Machine, genau hier über mir über die Ports. Da ist ein so ein Port an der Dream Machine rechts oben, das ist Port 10. Da ist auch, ihr seht es leider nicht, ich muss das Kabel beiseite schieben, da ist, ich halte mal mit dem Finger drauf, da ist ein kleines blaues Symbolchen und das bedeutet, das ist ein Warnport. Normalerweise würde ich gerne jetzt von diesem Port von der Dream Machine zum unten 24G-Switch auf den anderen SFP Plus Port das Ganze miteinander connecten. Geht aber nicht, weil das ein dedizierter Warnport ist und man diesen auch nicht als Uplink-Port zu einem weiteren YubiKey-Gerät oder YubiKey-Gerät, wie auch immer, nutzen kann, sondern ich muss jetzt leider Gottes von oben, von dem 10G-Switch runter auf den 24-Port-1G-Switch die Verbindung aufbauen, weil es sonst leider nicht geht. Da muss ich leider mal YubiKey richtig in die Pfanne hauen. Das ist scheiße. Ihr seht, ich habe das SFP Plus DAC-Kabel jetzt verbunden, habe den Switch gerade eingeschaltet. Ihr seht unten links, der Switch ist gerade am Booten und fährt halt eben das erste Mal hoch, bevor er jetzt gleich hier in der Web-Oberfläche auftaucht. Das schalte ich natürlich für euch auch hin. Aber ganz kurz dazu, die kleinen Fensterchen auf den Maschinen, die sind auch Touch-Display. Das heißt, man kann sich Traffic und was nicht alles so ein bisschen anschauen. Man kann IP-Adressen sich anschauen, man kann die einzelnen Ports sich sogar anschauen und so weiter und so fort. Man kann aber auch mit so einem richtig geilen AirView oder so heißt das, sich die Ports mit einem Handy, mit der Handykamera angucken. Aber auch das sehen wir noch in einem weiteren Video, ja, irgendwo drin versteckt, wo wir uns das Ganze einfach mal reinziehen. Jetzt warten wir drauf, dass der Switch gebootet ist und jetzt gleich auch direkt von meinem ja, Unify-Controller erkannt wird. Da ist er, hochgefahren und auch sofort erkannt. Hier sehen wir wieder selbe Mitteilung, der USW Pro 24 Switch ist detected worden. Wollen wir ihn jetzt hinzufügen? Ja. Wollen wir. Das Ganze passiert wieder automatisch, ohne dass ich irgendetwas gemacht habe. Hinweis für euch, auch da nochmal, es muss nicht ein 10G SFP Plus Port sein, es kann auch ein ganz normaler 1G Port sein, den ihr einfach von der Dream Machine runter auf den Switch packt. Ganz wichtig, ihr habt da nur ein Gigabit, wir reden jetzt mal noch nicht über irgendwelches Link Aggregation oder sonst was, ansonsten habt ihr erstmal nur ein Gigabit dazwischen. So haben wir jetzt 10 Gigabit dazwischen und können halt eben dann auch die 24 Ports voll belasten. In welche Richtung soll das Ganze gehen? Richtung Internet? Wahrscheinlich eher weniger. Ich habe nur 1G. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, ob sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Trotzdem, es geht und ihr könnt es damit dann halt eben auch einrichten. Wir warten jetzt hier noch auf die Provisionierung und dann ist das Ganze erstmal fertig. Auch der Switch ist jetzt ganz normal eingebaut in unser Konvolut, sage ich ja gerne. Ich gehe nochmal in die Kachelübersicht, hier sehen wir jetzt auch. Wir sehen auch so ein bisschen, dass ein bisschen Traffic fließt. Gut, es ist kein Gerät angeschlossen. Das werden mit Sicherheit so ein paar Laufzeitvariablen sein, die halt eben zwischen den Geräten hin und her flitzen. Einmal auf die Map geklickt und dann könnt ihr nämlich auch schon sehen, was ist denn jetzt wie irgendwie verbunden. Was jetzt hier oben diese MAC-Adresse da drin sucht, habe ich keine Ahnung. Und warum jetzt hier unten der USB, doch, das ist der Pro-Switch und da oben ist der Aggregation-Switch, das passt, was das hier oben für ein Gerät ist. Ach, das ist wahrscheinlich mein PC. Ne, kann eigentlich auch nicht sein. Das wäre auch totaler Blödsinn. Keine Ahnung, was das für ein Gerät ist. Trotzdem, na, ich scroll's euch mal hin und her. Da habt ihr das jetzt. Die UDM Pro ist verbunden mit dem Aggregation Switch und der Aggregation Switch mit dem USW Pro 24 1G Switch. So, das war jetzt erstmal das Video, um das Ganze erstmal herzustellen. Wie werden wir Herr der Lage? Was muss ich benutzen, um halt eben auf meinen Controller drauf zu kommen und so weiter? Das war jetzt erstmal der einfache Start. Jetzt werde ich natürlich mit euch im nächsten Video hingehen und nach Geräte hinzufügen. Sehen, was kann ich machen? Was kann ich auslesen? Wie konfiguriere ich Netzwerke und so weiter? Das war jetzt erstmal der physikalische Start, um die Grundlage zu schaffen. Bis dahin, über ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Lasst einen Daumen da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Thank you.